Ja, mein Name ist Marion Kaiser. Ich bin die Vorsitzende vom Borgward Club mit Sitz in Bremen, jetzt seit 2015. Wir haben zurzeit über 180 Mitglieder mit circa 400 Fahrzeugen. Unsere meisten Mitglieder haben eben nicht nur ein Auto von Borgward, Hansa, Lloyd oder Goliath, sondern auch ein paar mehr. Der Borgward Club in Bremen wurde 1981 gegründet und hat sich der Erhaltung der bremischen Automobiltradition verschrieben. Von 1925 bis in die 60er Jahre hinein hat Karl Friedrich Wilhelm Borgward vieles für die Mobilität getan. Innovationen im Automobilbau in verschiedenen Kategorien und in Bremen bis zu 23.000 Mitarbeiter. Der Bremer Borgward Club verfügt über sehr viel Wissen, tolle Fahrzeuge und einzigartige Schätze, zum Beispiel im eigenen Archiv, das ständig wächst. Die Aktivitäten sind vielfältig. Ein Welttreffen in Bremen, eine Ausfahrt an der chinesischen Mauer, einige fuhren die Route 66. Es gibt immer wieder ganz tolle Events, ganz tolle Fahrzeuge und sehr viel, was man daran sehen, erkennen und auch noch lernen kann. Einige Beispiele, wie die einzige rollende Sparkassenfiliale, stellen wir kurz vor. Das Fahrzeug war von 1957 bis 1967 als rollende Filiale in der Bremer Fahr unterwegs, hatte 8 Haltestellen, die da angefahren worden sind, damit die Leute mit Geld versorgt werden konnten, beziehungsweise, dass sie auch das Geld auf ein Konto einzahlen konnte, denn früher war ja noch immer die Lohntüte das Maßgebliche. So, nach seiner aktiven Zeit als rollende Filiale gelangte dieses Fahrzeug auf einen Schrottplatz in Hamburg. Dort gammelte es vor sich hin, verlor seine Inneneinrichtung. Einzig und alleine der Tresor blieb noch drin. Und worauf der Schrotthändler viel Wert drauf gelegt hat, sind diese Gläser, die geätzt sind. Da hat er besonders darauf geachtet, dass die nicht beschädigt werden. 2008 wurde dieses Fahrzeug an die Sparkasse Bremen verkauft, die sich ihrer rollende Filiale 49 erinnerte, wusste, dass dieses Fahrzeug noch vorhanden ist und sich in das Abenteuer wagte, dieses Fahrzeug zu restaurieren. 2016 entschied dann die Geschäftsleitung, dass das Fahrzeug im Unterhalt doch etwas zu teuer ist und man stellte das Fahrzeug in einer Halle ab. 2019 entschied man sich, das Fahrzeug abzugeben und suchte nach einem neuen Besitzer. Der Borgward Club bekam davon Wind, kann man nicht anders sagen. Wir freuten uns und wollten aber natürlich dieses Unikat in Bremen erhalten. Und so machte sich unser erster Vorsitzender auf den Weg, verhandelte mit dem Vorstand. Und im April 2019 wurde dann von der Sparkasse dieses Fahrzeug an den Borgward Club e.V. übergeben. Auch dieses Feuerwehr-Löschfahrzeug, das manchmal noch heute im Einsatz ist, gehört zum Club. Und weiter geht's mit einem Hansa 1700, Baujahr 1936, den Vereinsmitglied Detlef Jürgens in wirklich jahrzehntelanger Arbeit restauriert hat. Und nun schnurrt er wie neu. Ja, mein Name ist Jürgens, Detlef Jürgens. Ich bin einer der ältesten lebenden Fans dieses Autos. Vom hölzernen Rahmen bis zum Motor in dieser Garage wurde alles neu zusammengebaut. Herr Borgward hatte immer gute Ideen und wirklich immer schöne Fahrzeuge. Wir sind Anne und Ligi Bunk aus dem Heidekreis. Wir haben dieses jadegrüne Borgward Isabella Coupé seit 21 Jahren. Es wurde 1960 in Bremen gebaut, hat einen 1,5 Liter Motor mit 75 PS und ein Vierganggetriebe. Und es läuft, wenn ich möchte, 150 Kilometer. Dieses Coupé wurde nach Kalifornien ausgeliefert. Es ist im ungeschweißten Zustand und wurde vor ca. 25 Jahren neu lackiert und die Innenausstattung wurde gemacht.
Mittlerweile sind wir auf Clubtreffen in Deutschland, Österreich, Belgien, England und Schottland anzutreffen. 2017 sind wir mit 13 Borgwatts nach den USA gereist. In Bremerhaven sind 7 Isabellen aus Deutschland, in Seebrügge 5 aus Belgien und eine Isabella aus Southampton mit unzähligen Neuwagen verladen worden. In New York haben wir unsere Isabella wieder in Empfang genommen und unsere Coast-to-Coast-Reise konnte über den Niagara-Wasserfällen in Richtung Chicago beginnen, wo wir die Route 66 auf der Mutterstraße aller Straßen begannen. Insgesamt sind wir 8.800 Kilometer unterwegs gewesen. Die Rückfahrt von Los Angeles ging über Mexiko, den Panamakanal, durchs Bermuda-Dreieck nach Bremerhaven zurück, wo wir nach fast 2 Monaten Reisezeit unserer Fahrzeuge unsere Isabella wieder in Empfang nehmen durften. Der Bremer Borgwatt Club steht für Engagement und Kommunikation. So hat er zurzeit einen virtuellen Stammtisch eingerichtet und wenn es wieder losgeht, dann wird es wieder richtig losgehen.